Herzlich willkommen zu unserem Let's Play Fire. Das ist ein Spiel von Daedalic. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und wir gucken uns jetzt mal das Intro an. Okay. Okay, ich vermute mal, wir sollen auf das Feuer aufpassen. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Jo, so, ich bin nämlich auch da. Der Tim. Und hier der Lasse. Und ja. Und wir scheitern natürlich klicklich daran. War doch klar. Oh, oh, oh. Jetzt gibt's aufs Maul. Mhm. Das sieht man ja sogar schon. Und dann merken wir erst jetzt, dass das Feuer weg ist. Logisch. Ja, ich gebe mal kurz ein paar Randinformationen. Das Spiel ist am 9.04.2015 erschienen, ist ab 0 Jahre. Und es ist für PC, Mac, Wii U und iPad erhältlich. Wir sehen es schon. Ich finde, die Grafik ist extrem lustig gemacht. Mhm. Man sieht ja doch schon, der ist ein bisschen traurig, weil der jetzt aus seinem Dorf geworfen wurde. Oh, und er will den Apfel. Und könnt ihr auch sehen, er hat so Augen in den Haaren. Das sieht man. Und sein Mund geht durch die Haare durch. Also es ist alles schon eher so ein bisschen cartooniger gezeichnet und auch so, ja, eher lustig. Normal können wir uns den Apfel natürlich nicht holen, das wäre zu einfach. Ja, was ja auch im Klick ist. Ja, Können wir damit? LOL. Und der klappt schon mal seinen Kopf auf. Krakenarm. Warum nicht? Hat ja jeder. Ja. Also Kaktus hat auch Augen, da wohnt schon mal jemand drin. Ach ja, das hat man auch am Anfang gesehen. Entweder mit Mausrad oder mit Leertaste kann man sich so anzeigen lassen, was man klicken will. Das werden wir aber eigentlich nicht benutzen. So, jetzt natürlich Reinstab? Schon, weil wir es natürlich wissen. Ja. So, ich glaube, damit können wir vielleicht auch nach voran. Können wir das? Nee, scheinbar nicht. Da müssen wir dann wohl noch was holen. Gehen wir auf das Dorf. Vielleicht kann uns das Dorf irgendwie helfen. Hier nochmal das Tutorial. Oh, und hier drauf gehen. Okay, dann kann man anscheinend hier beim Dorf irgendwas machen. Gibt ihr. Aua, dankeschön. Aber wisst ihr was? Werft das mal zurück, vielleicht kriegen wir dann eine Leiter oder sowas. Das hatte ich schon. Ja, dann könnt ihr zurückhaben. Oder warte, wir hätten uns damit den Apfel runterwerfen können. Ja, stimmt. Ja, okay, aber dafür haben wir eine Münze gekriegt. Ja. Das ist aber auch was. Können wir den bitte zurückhaben? Nice. Danke, ihr hättet aber nicht auf den Kopf zielen müssen. Wollen wir mal probieren? Ja. So, dann haben wir direkt den Knochen. Wir haben ja eben schon gesehen, dass man den werfen kann und dann werfen wir den. Okay, da ist schon mal eine Schlange und die hat sogar einen Knoten in der Zunge. Da fehlt die Haut und der hat den gerade wieder ausgeschissen. Glaube ich mal. Ja, keine Ahnung, dann glaube ich, müssen wir den dann so befestigen. Ich glaube, das ist schon einigermaßen offensichtlich. Ja. Das ist ja jetzt auch hier erstes Level, das ist so ein bisschen zum Einstieg natürlich auch. Weil wozu soll man das sonst benutzen? Man sieht danach die Zunge. Ja, also, was soll man dazu großartig sagen? Lustiges Spiel bis jetzt. Hier auch die Animationen sind ultra lustig, zum Beispiel hier, wie er sich freut, wenn er läuft. Ja. Da haben wir auch schon den Apfel. Und jetzt werden wir einen leckeren, gesunden Apfel essen. Ja. Ich würde das Spiel an jeden weiterempfehlen, den sowas gefällt oder so. Der was Witziges erleben will. Wie zum Beispiel das, was ihr gerade seht. Logisch. Gesunder Apfel. Aber, naja. Ist der Special Apfel. Eigentlich sind Äpfel gesund. So, und jetzt sind hier scheinbar solche kleinen Feen oder sowas. In solchen Kugeln. Und der Baum redet. Ja. Wir verstehen das ja alles. Ich würde sagen, jeder von uns kann das verstehen, was der da jetzt murmelt. Dass uns die Kraft von all dem geben wird, damit wir Feuer erschaffen. Na, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen, glaube ich. Ja. Oh, hier sieht man so ein bisschen die World Map mal. Ich vermute mal, man muss da oben, wo das Feuer ist, hin. Ja, da wo der Vulkan ist. Ja. So, da haben wir scheinbar jetzt noch eine Elfe. Können wir die jetzt direkt einfangen oder fliegt die noch weg? Wir sind scheinbar immer noch ein bisschen paralysiert. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Guck mal da, noch eine Münze. Ja, scheinbar gibt es in jedem Level so drei Münzen auch. Vermutlich mal so. Das ist ja so in Adventure-Spielen meistens so. Und jetzt müssen wir da kommen wir nicht ran. Ahu. Wer versucht die einfach so zu greifen von da? Ja, ich hab den gar nichts. Ja gut, ja, dann müssen wir an der Klospülung. Die leuchtet ja schon so. Und da haben wir schon die dritte Münze. Okay, wenn es drei gibt, kann ja auch sein, dass es fünf gibt. So, und das ist jetzt halt so ein typisches Rätsel, also ein Adventure-Spiel halt. Ja. Logikrätsel. Mal gucken, ob wir hier runterspringen können. Nein, das heißt, wir müssen die auf die gleiche Höhe setzen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja. Wäre wirklich zu einfach gewesen, dann wären wir jetzt schon hier
Und dann wären wir jetzt schon ganz oben. Das wäre wirklich zu einfach. Sagt uns mal kurz so, falls ihr euch das jetzt kaufen möchtet, kostet 10 Euro bei Steam. Können wir das kaufen oder auch bei Amazon. Und ja, es ist volle Kaufempfehlung. Ich finde, es ist ein richtig lustiges Spiel. Ich auch. Und ja. Was macht ihr jetzt? Lol, im Portal sind wir jetzt etwa bei Portal. Oh. Ja, so, hier sind wir wieder auf der World Map. Jetzt hier kann man dann ein Level auswählen. Jetzt kommen wir zum zweiten Spiel. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Hier sieht man auch, wie viele Münzen man hat. Hat's recht, es gibt 3. Und hier oben, das zeigen wir auch noch, kann man für Münzen so Sachen freischalten. Das heißt, wenn man 6 Münzen hat, kriegt man das nächste und so. Und hier sind halt kleine Bildchen. Hier kommen halt andere Bildchen und so. Und hier sind ein paar Achievements. Ja. Wo wir auch schon eigentlich alle haben. Also, ich würde sagen, das war's und ja. Tschüss.